Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wie es ja vielleicht der eine oder andere weiß, bin ich ja nächste Woche Mittwoch bis Sonntag im Urlaub. Deshalb kommt nicht zur neuen Season, erst frühestens eben halt dann am darauffolgenden Montag. Und für die Zeit brauche ich immer noch ein paar Videos. Wenn ihr irgendwelche Videoideen habt, Videowünsche habt, würde ich mir natürlich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir das ewige Sandeset im Shop mit dem Sandsturm-Skin. Dabei kann man drei verschiedene Ziele auswählen. Einmal mit Maske, einmal ohne Maske und ohne Maske und Kapuze. Bei der männlichen Version genau das gleiche. Dazu haben wir dann die Emblemlackierung mit einer ganz guten Animation und den Chrono Contray. Dann haben wir als nächstes den Schlotterskin, war ja zum Weihnachts- oder Winter-Event im Shop. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, hier alles schön aus Eis. Dazu haben wir dann die Frostschneide. Als nächstes haben wir dann hier das Uroboros-Set mit dem Layscan. Da kann man einmal den Mode- und den Standardstil auswählen. Dann den Paradox-Skin, die Allsicht-Spitzhacke und den Equilibrium-Gleiter. Dann haben wir den Elmira-Skin. Hierbei kann man ja auch mittlerweile drei verschiedene Stile auswählen. Einmal den Standard-Magier-Stil, dann den Feuer-Magier-Stil und den Eiswasser-Magier-Stil. Natürlich beim Backpack genau das gleiche. Dann haben wir als nächstes den Kommando-Skin. Ganz klassischer No-Skin eigentlich aus Chapter 1. Dann haben wir die Leuchtstab-Spitzhacke. Echt intensiv. Dann Knieklatscher. Dann haben wir noch Glitter. Und im Liebe und Krieg Shop, da, ich glaube, die Skins bleiben tatsächlich nur noch bis morgen im Shop. Das heißt, morgen wird wahrscheinlich der letzte Tag sein, wo man sich das Ganze holen kann. Haben wir den Harlequin Skin immer noch, die Punchline und die Harley Hitter Spitzhacke dazu. Dann haben wir das Metallmassenpaket mit dem Zadie-Skin, der Eisenfratze und dem Stachelkolben als Spitzhacke. Dann haben wir den Naschmann-Skin, dazu die Herzschlag-Spitzhacke. Und dann haben wir als nächstes den Liebestorn-Skin mit dem violetten und dem Standardstil. Die Herzensbrecherin, dann der Ex-Skin, wahres Herz, Küsschen und wahre Liebe noch. Ich denke mal, die ganzen Skins, die hier drin sind, vor allen Dingen eben halt der Naschmann-Skin und der Liebestorn-Skin, werden erst zum nächsten Valentinstag wieder in Shop kommen. Herzensbrecher und Ex könnte auch noch sein, die Modes werden wahrscheinlich eben halt wieder reinkommen, aber beispielsweise hier dieses Metallmassenpaket und das Harlequin-Paket werden beide auf erstmal eine sehr, sehr lange Zeit, glaube ich, gar nicht mehr im Shop sein. Das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.